Mit dem berühmten 8. Pick im NBA Draft 2018 entschieden sich die Cleveland Cavaliers für Colin Sexton. Wie schlägt er sich in seiner ersten Saison, was sind seine Stärken und Schwächen und wie genau sieht sein Game aus? Hallo Freunde, hier ist Just a Kid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wenn Point Guards frisch in die NBA kommen, sieht man eine Sache häufig. Sie haben Probleme. Vor allem dann, wenn sie sofort den Großteil der Playmaking-Aufgaben ihres Teams übernehmen sollen. Colin Sexton ist ein weiteres Beispiel dafür. In seinen bisherigen 66 Spielen für die Cavs macht er das Team eher schlechter als besser, eine Tatsache, mit der man allerdings rechnen musste. Er legt im Schnitt 15,2 Punkte, 3 Rebounds, 2,9 Assists in 30,6 Minuten pro Spiel auf. Schauen wir uns zuerst mal seine Offense ein bisschen genauer an und da muss man sich eine Frage stellen. Worin ist Colin richtig gut, welcher Skill wird ihn später mal auszeichnen, welche Fähigkeit entscheidet mal, wie gut er werden kann? Da haben wir auch gleich das große Problem. Colin Sexton besitzt keinen elitären Skill und leider auch nicht das Potenzial, um mal einen zu entwickeln. Er ist kein athletischer Point Guard wie Russell Westbrook, kein überragender Playmaker wie Chris Paul, kein Shooter wie Steph Curry und kein Ballhändler wie Kyrie Irving. Ihm fehlt diese eine Stärke bzw. auch die Ansätze dafür, die ihn auszeichnet. Zuerst sein Scoring, das sich mit einem Wort beschreiben lässt: Ineffizienz. Seine True Shooting Quote liegt bisher bei grauenhaften 49,3%, seine Effective Field Goal Quote liegt bei 44,9%. Er nimmt viele Würfe direkt am Korb, trifft diese allerdings miserabel. Dabei fehlt ihm das Gefühl, wann er zum Korb ziehen soll und wann nicht. Oft rennt er einfach ohne Sinn und Verstand zum Korb und versucht Würfe zu treffen, die absolut niemand treffen würde. Insgesamt waren nur 44,4% seiner Zonenversuche erfolgreich, womit er in diesem Bereich absolut unterirdisch ist. Viele dieser Versuche sind einfach Verzweiflungswürfe, ohne jede Chance reinzugehen. Kommen wir zur Mitteldistanz und auch von dort sieht es nicht viel besser aus. Aus der Entfernung von 10 Feet bis zur Dreierlinie nimmt er 40% seiner Versuche und schließt diese zu 36,4% erfolgreich ab. Erfreulicher hingegen wird es, wenn man den Blick auf seine Dreier richtet. 38,8% bei fast 3 Versuchen pro Spiel, damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Spacing bringt er den Cavs aber trotzdem kaum, da sein Dreiervolumen einfach zu niedrig ist. Sein Isolation-Game lässt ebenfalls zu wünschen übrig. 0,71 Points per Possession stehen zu Buche, kein guter Wert. Er geht pro Spiel 3-mal an die Freiwurflinie und verwandelt dort gute 83,1% seiner Versuche. Fazit: Seine Scoring-Fähigkeiten sind bisher leider eine Enttäuschung. Er ist ein unterdurchschnittlicher Finisher, selbst für einen Rookie. Er zeigt Ansätze aus der Mitteldistanz, nimmt aber auch von dort viele schlechte Würfe mit geringer Erfolgschance. Der Wurf von Downtown fällt besser als erwartet, allerdings ist hier das Volumen auch nicht sehr hoch. Weiter geht es mit dem Playmaking, einer anderen großen Schwäche des Point Guards. 2,9 Assists per Game stehen 2,3 Turnover pro Spiel gegenüber. Seine Assist-Quote liegt bei 15,5%, womit er in dieser Kategorie zu den schlechtesten Aufbauspielern der NBA gehört. Für einen primären Ballhändler ist das ein unterirdischer Wert, zumal er 30 Minuten pro Spiel auf dem Court steht. Er kommt auf 4,7 Assists pro 100 Ballbesitze nicht gut. Außerdem sieht man es kaum, dass er mal einen wirklich schwierigen Pass zu einem Mitspieler bringt. Weakside-Pässe sind eine Seltenheit, ebenso Vorlagen, nachdem er Hilfe erzwungen hat. Spektakuläre Pässe findet man bei ihm so gut wie nie. Positiv ist, dass er Ballverluste weitestgehend vermeiden kann. Seine Turnover-Quote liegt bei 12,8%, ungefähr Liga-Durchschnitt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, hat aber auch ein Problem. Viele junge Point Guards werden zu deutlich besseren Spielern, wenn sie im Laufe der Zeit immer weniger den Ball verlieren. Das ist für sie ein guter und verhältnismäßig einfacher Weg, um sich zu verbessern. Da Colin allerdings schon gut in diesem Bereich ist, fehlt ihm diese Chance. Cleveland ist offensiv bisher einfach besser, wenn er auf der Bank sitzt. Er hat auf jeden Fall Potenzial, es startet aber alles damit, richtige Entscheidungen im Spiel zu treffen. Wann ziehe ich zum Korb, wann spiele ich isoliert, wann werfe ich und wann sind die Kollegen frei? Steigert er sich dort, und davon gehe ich aus, kann er seine physischen Attribute, vor allem seine Athletik, zu seinem Vorteil nutzen. Schauen wir jetzt auf seine Defense. Colin Sexton gehört zu den schlechtesten Point Guard Verteidigern der NBA. Sein Defensive RPM von minus 2,6 ist absolut grauenhaft. Sein Defensive PIPM von minus 3,0 ist unter allen Point Guards sogar auf dem letzten Platz. Er holt keine Steals, keine Blocks, ist ein mieser On-Ball-Verteidiger und nutzlos als Help-Defender. Er hat nicht die Länge, um viele Würfe zu verteidigen. Der Einsatz ist da, er zeigt immer häufiger, dass er möchte, aber die Technik ist grauenhaft. Auch hier wieder dasselbe Bild: Cleveland ist defensiv besser, wenn er nicht spielt.
Rookie Point Guards sind oft schlechte Verteidiger, Colin Sexton ist allerdings ein grauenhafter Verteidiger. Das Problem ist, man kann bei Point Guards mit schlechter Defense leben, wenn dafür die Offensive gut ist. Bei Sexton sehe ich das allerdings noch überhaupt nicht. Es ist schwer vorstellbar, dass er später einmal in der Lage sein wird, gute Würfe für sich und seine Mitspieler zu kreieren. Dazu kommt dann auch noch, dass er eine defensive Schwachstelle ist. Ihn daher als Bust abzustempeln ist deutlich zu früh und darauf möchte ich auch überhaupt nicht hinaus. Allerdings sind die ersten 5 Monate seiner Karriere etwas beunruhigend. Wer einen zukünftigen Elite-Point-Guard und All-Star-Level-Spieler erwartet hat, der ist wahrscheinlich enttäuscht. Dan Gilbert hatte große Hoffnungen auf diesen Pick, den man von den Boston Celtics als Teil des Irving-Deals bekommen hatte. Er war nicht bereit, ihn zur Deadline 2018 zu traden. Ob er damit den Cavs-Point-Guard der Zukunft gezogen hat, darf allerdings stark bezweifelt werden. Wie schätzt ihr Colin Sexton ein? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wer noch ein paar mehr Infos über ihn haben möchte, der findet den kompletten Artikel zu diesem Thema auf meinem Blog. Den Link dazu habe ich euch unten in die Beschreibung gestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like und Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!